Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Bugaro und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind schon mal Let's Play Far Cry 3 und wollen uns die Leuchtturm schnappen. In der letzten Folge haben wir uns ja den lustigerweise Tapi-Fell geschnappt. Im zweiten Versuch. Weil der erste hat nicht wirklich geklappt. Da gab es ein bisschen grafisch-technische Probleme. Okay. Okay, ich bin gerade ein bisschen still, weil komische Tiergeräusche. Ui. Und ich habe in den letzten Folgen komische Erfahrungen gemacht mit Tiergeräuschen. Und gerade zischende Geräusche sind auch uncool. So, wo müssen wir denn hier lang? Ein Blick nach oben, da sieht es gut aus. Okay, bitte Kohle einsammeln, ja. Ah, Brieftasche ist voll. Da muss ich überlegen, wir müssen das Geld liegen lassen, weil die Brieftasche voll ist. Weil unsere super high sackhaute Brieftasche nur 6000 Dollars, glaube ich, hier. Fast. Oh. Und die sind auch völlig verpeilt. Ah, die sind ja unsere Jungs. Okay. Sieht gut aus hier, umdrehen ja. Wobei, so gut sieht er gar nicht aus hier, so wie das hier bautechnisch aussieht hier. So, und rauf da. Ja. Aber dann haben wir wesentlich die Lücke da geschlossen, dann können wir uns mal vielleicht um das Reisfeld kümmern oder den einen Aussichtsposten, weiß ich noch gar nicht. Werden wir mal schauen, was näher ist. Oh, okay. Aufreißen das Ding hier. So. Ein bisschen Rundumblick können wir jetzt wieder genießen. Also ich halte mal eine Fresse und wir schauen mal. Hm? Ein Wrack? Oh, ich wollte meine Fresse halten. Entschuldigung. Alte Angewohnheit. Okay, den haben wir ja schon zerlegt. Schick. So, alles klar. Funktor aktiviert. Blick auf die Map. Okay, das ist ein Stückchen weiter weg. Ich denke mal, wir werden uns dann... was werden wir uns da jetzt kümmern eigentlich? Da. Rasthofe. Ich würde sagen, wir machen trotzdem erstmal den da. Dann haben wir hier einmal für Ordnung gesorgt und können dann uns in Ruhe... Oh, Erfahrungspunkt. Was stellen wir mit dem denn an? Hier haben wir relativ viel schon. Was haben wir denn hier? Medizinische Spritzer 6 lohnt sich nicht so wirklich. Zieh einem Gegner die Stift aus der Granate und stoß ihn weg. Fünffacher XP bei pro Granatenkill. Klingt spannend. Fälle braucht man nicht mehr, weil eh genug Beutetäter plündern gehen automatisch, wenn sie einen Takedown auswirft. Das klingt auch ganz spannend. Dschungelläufer hier. Bewege dich, gockt schneller. Ist auch ganz toll. Wollen jetzt nicht schnell wechseln. Das, okay, du kannst die MP Schrotflinte 15 nachladen. MP könnte sich vielleicht lohnen. Nehmen wir mal das hier. Mit MP sind wir unterwegs. Und dann sollten wir das auch mal benutzen. So. Schick, Tattoo wächst. So. Welche Richtung müssen wir denn? Da, diese Richtung. Aber ohne Möglichkeit zum Rutschen. Ah, hier können wir rutschen, machen wir hier mit. Ui, und rüber. Mal gucken, wo der schicke Weg hier rauf geht. Ja, obwohl ich dachte schon wieder so eine. Irgendwas, was uns töten will. Aber nein, dies will uns nicht töten. Aber ja, mal. Wieder mal was zum Looten. Aber keine Götze. Na egal. Außer wird es jetzt heller, da macht das Wandern noch viel mehr Spaß. So, wenn wir einen Weg nach unten suchen, der war doch hier drüben irgendwo. Hier genau, ging durch. Hier so ein Weg runter. Ja, das definieren wir jetzt mal als Weg nach unten. Oh, das wäre ja fast was geworden hier. Und da, ja, für Viecher wieder unterwegs, ja. Oh, schon wieder Hunde. Ah. So. Hier kommen wir dann nochmal runter auf den. Aua, auf dem Weg. Was prima geklappt hat, auf dem Weg runter. Ah.
Was wir hier schon alles fast verreckt sind, nur wegen Unfähigkeit. Das ist ja, abgesehen von den Fällen, wo wir verreckt sind wegen Unfähigkeit, die will ich jetzt gar nicht mitzählen. So, was haben wir denn hier? Ein Wegweiser. Diese Richtung Spaß. Man hört schon wieder die komischen, ekligen Viecher. Die Vögel sind auch so nervig. Eigentlich würde ich ja so gut wie fast alles umbringen. Können die plündern, wir müssen mal Kohle ausgeben. Egal, in diese Richtung wollen wir ja. Wir haben ja natürlich die Möglichkeit, den Weg zu folgen oder ganz einfach querfeldein. So. Okay, querfeldein hat den Nachteil, wir können keine Takedowns machen. Also. Okay. Der rennt ja gleich wieder weg, sonst wohin? Da ist okay. Nichts passiert. Oh, noch mehr Hunde. Und er geht mit dem Beutel. Okay, oh, hat man gesehen, wie flink wir jetzt nachladen konnten. Das ging ja ratzfatz. Okay. Den Freund ignoriere ich doch mal. Weil die sind auch so aggro, die Viecher. Diese unnötigen negativen Schwingungen. Genau, Auto nehmen. Wie weit haben wir es denn noch? 280 Meter. Oh, ein bisschen Bewegung hat noch nie geschadet. Und auch nochmal einen schönen Weg. Okay. Ein paar Schildkröten wieder hier. Schade, weil man mit denen nichts anfangen kann. Okay. Ein Dorf oder sowas hier. Okay. Bananen, hier, Chiquita. Aber schon die Fliegen hier. Das heißt nichts Gutes. Ist das unser Dorf? Ja. Yep. Da sehe ich einen. Zwei, drei. Ja, das wollte ich doch haben, ja. Auf alle Fälle sind ja keine gefährlichen Viecher, die uns angreifen können. Oh. Na, Probleme sind nur, von der Seite können wir den Alarm hier ausschalten. Also rechne, wenn der Typ direkt davor läuft. Obwohl, müssen wahrscheinlich eher von da drüben kommen. Mal sehen, ob wir eine gute Position bekommen, nochmal den dämlichen Alarm auslösen können hier. Wobei, da sagen wir Hunde. Man könnte natürlich auch die Hunde arbeiten lassen. Wo ist der komische Alarmdings da? Die Kamera muss ja üben, hier auszuschalten. Okay, hier haben wir noch. Okay, die jagen den Siebenbock. Die Viecher geben mir nicht.
Okay. Meine Idee war eigentlich, ein besseres Schussfeld zu bekommen, um den Alarm auszuschalten. So, damit haben wir da mal den Alarm ausgeknipst. Und gucken wir, was vielleicht die Variante macht. Was ihr selber gelegt habt, ihr Pfeifen. Ja, die haben nicht mal gemerkt, dass da einer umgefallen ist. So vertieft sind die beim Grillen. Oh, dann gehen wir hier drüben mal lang. Okay. Jo, weiß ich nicht, ob du den kennst. Nur, dass dem gerade ein Pfeil im Kopf steckt. Na, wir brauchen besseres Schutz. Okay. Bis jetzt noch nicht entdeckt. Weiß ich nicht, wo er ist. Ich suche noch. Ja. Wegsnapper kann ja jeder. Wieder einer weniger. Jo, wo gucken wir mal? Komm doch her. Warte doch nur. Wir müssen aufpassen, wenn wir nicht weit hinterlatschen. Langsam vorwärts gehen. Vier Mann sehe ich da noch, wenn nicht noch irgendwo was unerwartet auftaucht. So, da sind sie noch zu dritt. Okay. Okay, das hat super geklappt. Hier raus, hier raus, raus, raus. Okay. Ah, so ein Mist. Ah, sind wir nochmal umgefallen. Das mit dem Feuer war kacke. Hätte ich auch eher weggehen können. Ich werde langsam ein bisschen schlampig. Wir sollten nochmal die Raschnummer machen. So. Aber da ist es eh erledigt. Da ist gerade Far Cry 3 wieder abgestürzt. Ist auch nicht so weiter wild. Wir sind eh rum mit der Folge. Wir wissen aber beim nächsten Mal geht es an der Stelle weiter, wo wir den Pörsten angreifen. Tja, Far Cry stürzt immer noch ab. Wenn ihr da immer noch Ideen und Lösungen habt, wie wir das unter Windows 10 sauber am Laufen kriegen, wäre super. Weil ich möchte das Projekt gerne beenden. So eine Stunde läuft und danach gibt es Probleme. Aber beim nächsten Mal machen wir weiter bei dem Außenposten. Ich weiß ungefähr, wo ich war. Dann muss ich das halt rekonstruieren. Bis dahin bleibt ja nicht nur eins zu sein. Ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.